So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich Special Edition sagen soll oder sowas. Nein, ich sage einfach nur Skyrim. Das mit der Special Edition hätten wir geklärt, das packe ich noch in den Titel rein oder sowas. Das passt schon. Naja gut, in der letzten Folge haben wir angefangen und haben uns hier einen Kater namens Ufer bestellt. Ich habe doch keine Ahnung. Das Ding bleibt jetzt auf jeden Fall so und ich nehme das jetzt so an. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Khajiit spricht man das also aus. Was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyr zurückgebracht werden. Och, wie nett. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Nein, ich darf nicht mal selbst gehen. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Hä? Hey, ich dachte, sie wollten den da umbringen. Bin ich ein bisschen verwirrt. Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Und da ist ein Kopfkürzer. Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Was? Ihr meint noch ziemlich Katze. Ich bin aber ein Kater. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Gefangener, schön weitergehen. Nein, ich darf immer noch nicht selber gehen. Die hätten den Block wenigstens mal sauber machen können. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Ein Drache! Wie ist das möglich? Au, ich werde das jetzt mal ein bisschen leiser drehen. So, danke. Es ist nämlich ein wenig laut auf meinen Ohren. Okay, ich soll dem offensichtlich hinterher rennen. Ja, und jetzt? Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ich sehe wieder was. Wir müssen los, jetzt! Da hoch spricht hier. Los. Da hoch? Ja, das scheint doof zu sein. Wir müssen auf unseren Rücken tragen. Blutet er hier? Sie sind verletzt, aber sie werden es überleben. Oh Gott, ich glaube, ich muss da hoch. Hilfe! Weiter? Da! Okay. Ganz ruhig. Böse große Miezekatze. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los! Die? Okay, ich spring offensichtlich mit Y. Au! Und jetzt? Da runter? Ich rutsch gerade, oder? Ja, offensichtlich. Moment, ich würde mal gern kurz
Wie System. Einstellungen? Nein, Steuerung. Nein, lass mich da runter. Ich würde, was ist denn auf X? Ziehen, wegstecken. Ja gut, dann würde ich nämlich springen lieber auf X legen und... Ach so, das hat automatisch umgestellt. Wie nett. So, das finde ich besser. So, wo soll ich hin? Haus hier oder was? Ah, da hinten offensichtlich. Da! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Okay, noch näher. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden. Bleibt nah bei der Wand. Welche Wand? Ach, nah bei der Wand. Ich da. Müssen wir weichen? Was? Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen Blut verloren. Ja, wo bin ich? Ach, da hinten. Schon wieder? Wie oft überlebe ich das? Wo muss ich denn hin? Ja. Weg hier offensichtlich. Wo ist er denn? Ach, da oben. Bringt euch alle nach Sovngarde. Was, welche Festung? Oh Gott, ich muss nach da hinten. Komm schon, wir müssen hinein. Ja doch, ja doch, ja doch. Puh, puh. Durchatmen. Okay, das reicht. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Scheint so. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Okay. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ja. Ihr besorgt euch. Ah, okay. Ich muss mich gerade ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Was passiert hier? Und das verbraucht wohl irgendwie Ausdauer. So springe ich, das habe ich ja selbst so gewählt. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Okay. Ja gut, dann steck mal die Hände wieder weg. Ja, ich habe es ja begriffen. Durchsuchen. Leer. Das ist nicht so viel. Leer. Bist du da drin? Kaiserlicher leichter Helm. Bunt neu Gold. Ja, das nehme ich doch mit. Kann ich das gleich... Ah, das kann ich gleich ausrüsten. Ha. Okay. Was habe ich hier sonst noch? Da hinten habe ich noch eine Truhe. Die... Ja, springt da hoch. Seht nach, okay. Ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Was? Glaubst du was? Oh. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Lesen. Mischtaktiken. Vermischte Einheitentaktiken im fünfjährigen Krieg, Band 1 von Colus Colonus. Kalonus. Unsere lesen kann ich auch nicht mehr. Unsere Legionen könnten viel von den unkonventionellen Taktiken der Khajiit im fünfjährigen Krieg gegen Wallenwald lernen. Ich war in der Legionsfestung Sphinxfalter an der Grenze nahe der Stadt Dünen stationiert und wurde Zeuge vieler Auseinandersetzungen im Norden. Irgendwie ist die Schriftart auch nicht allzu leicht zu lesen. Der Krieg begann mit dem sogenannten Gemetzel von Torval. Die Khajiit behaupten, dass die Bosmer ohne Provokation in die Stadt einfielen und tausende von Einwohnern töteten, bevor sie von Verstärkungstruppen eines nahen Dschungelstammes wieder vertrieben wurden. Die Bosmer behaupten, dass der Angriff eine Vergeltung für die Taten von Khajiit-Banditen war, die mit Holz beladene Karawanen auf dem Weg nach Wallenwald attackiert hatten. Im Frühling 396? Was heißt das? Keine Ahnung. Kam der Krieg näher an die Festung Sphinxfalt heran. Moment, bevor ich das jetzt alles lese, wie viel ist das denn?
Ja, okay, gut. Ich lass das mal. Ich werde das jetzt nicht alles... Halt! Da lag Gold. Es muss ein, zwei Schwerte mehr Gold. Seht euch um. Eine Holzschale. Was ist das hier? Seht nach, ob ihr in nicht. Einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Das mache ich doch. Halt endlich die Klappe da hinten. Seht nach, ob hier noch in was? Einer Nein. Dieser Kisten eine Rüstung findet. Ich komme mir ein kleines bisschen verarscht vor. Ich weiß, dass ich in diese Kiste da es gucken soll. Ein, zwei ich will aber nicht. Geben. Seht euch um. Wein. Ja, 12. Es muss ein, zwei Schwerte in diesen Altowein. Um. Ja, dann nehme ich den halt mal mit. Keine Ahnung, was er mir bringt. Ein Schwert. Eisenschwert. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Das mache ich doch gerade. Holzschale. Ihr besorgt noch ein euch Schwert. Besser eine Ausrüstung. Habe ich jetzt ein Schwert? Nein, ich habe Fäuste. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Der Typ macht mich fertig. So. Abgeschlossen. Wieder eine Ausrüstung. Ja, toll. Kaiserliche leichte Stiefel. Schlüssel zu. Okay, das Ding nehme ich. Kann ich das ausrüsten? Nein, offensichtlich nicht. Ja, gut, die Stiefel kann ich ausrüsten. Ein Eisenschwert habe ich schon. Das kann ich ausrüsten. Ich kann es ja trotzdem mitnehmen. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Aha. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist ausgestattet raus. Ja klar, so funktioniert das mit einem Schwert. Da kann man schön durch die Säule hauen. Kann ich das Schwert irgendwie steuern? Nö, ich glaube, das macht er automatisch. Ah, so block ich also. Okay. Und jetzt? Ab mit den Kerzen. Schade, okay. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja weiter. Moment, halt. Eine Sache möchte ich mal kurz gucken. Kann ich jetzt nicht hier irgendwo meine Ausrüstung angucken? Offensichtlich nicht. Na gut, gehen wir mal weiter. Kann ich die Hand kaputt schlagen? Nicht wirklich. Oh, schade. Ich bin außer Atem. Wer ist das? Wer spricht hier? Sturmmäntel. Vielleicht lassen Sie mit. Moment. Ihr wollt. Da. Hallo. 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 Was habe ich getan? Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Okay. Was auch immer. Ein Pelzschild. Warum ein Pelzschild? Na egal, nehme ich mal mit. Eisenschreitkolben. Ja, nehme ich mit, aber rüste ich nicht aus. Das Ding nehme ich mit. Das rüste ich aus und das nehme ich mit. Huch! Ach so, ich ziehe die wirklich aus. Okay, hoppla. Eisen-Zweihänder. Mehr Schaden, aber... nee. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Und jetzt habe ich den auch ausgezogen. Was hast du denn da an? Ist irgendwie eine unnatürliche Pose. Ist das nicht unbequem? Naja, okay. Da. Ist da noch was? Ein Sack. Durchsuchen, großer Sack. Oh, ein roter Apfel. Nein, 5 rote Äpfel. Na, die nehme ich doch mit. Keine Ahnung, was es mir bringt, aber ich kann sie mitnehmen, also ja, tue ich das auch. Nein, hier ist sonst nichts mehr. In dem Fass vielleicht? Nein. Na gut. Weiter geht's. Was ist hier? Nichts. Ein Kessel. Ein Kessel buntes. Und jetzt? Bisschen dunkel hier. Verdammt! Dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Okay. Diese kaiserlichen Lager getrennt. Werden wir brauchen. Hey, was? Ach, da hinten. Ist das schon? Okay.
Was war das denn? Okay. Erstmal gucke ich, ob ich den ausziehen kann. Also kann ich offensichtlich, aber was es mir bringt. Ja, scheißegal, nehmen wir das Zeug mit. Und bei dir? Ja, nehme ich auch alles mit. So, Tränke gibt's hier. Ein großer Sack mit Kohl. Nehmen wir halt mal Kohl mit. Es wird halt geplündert. Ein Sack mit 4 Äpfeln. Da muss ich offensichtlich hin. Deswegen gehe ich da zuletzt hin. Noch ein großer Sack mit 4 Mehlsäcken drin. Das ist eigentlich... Naja, okay. Ist hier oben noch was? Ne, hoch mit dir. Nein? Okay. Wie sieht's hier hinten aus? Ein Schrank. Noch mehr Wein. Zaubertrank der kleinen Heilung nehme ich mit. Was ist das da? Zaubertrank der geringen Magika nehme ich auch mit. Salz. Keine Ahnung, was es mir bringt, aber Salz war früher selten, also. Oder teuer, besser gesagt. Nicht selten. Brot. Kann ich die Gabel mitnehmen? Nein? Schade. War das alles? Kaninchen und ein Fasan. Kann ich ins Feuer gehen? Nein? Ich kann nicht ins Feuer? Schade. Kann ich einen Ring ins Feuer werfen? Wieso habe ich keine Ringe dabei? Mist. Das wäre die Chance gewesen. Ja, okay. Dann suche ich halt mal hier. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich alles mit. So, und jetzt? Kann ich die Dinger nicht verwenden? Nein, so offensichtlich nicht. Aha. Ach, hier kann ich vielleicht... Fertigkeiten? Was? Nein, ich wollte nicht auf die Weltkarte. Fertigkeiten habe ich offensichtlich keine. Kann ich das auch mit der Maus steuern? Nein. Das Spiel will offensichtlich nur das Gamepad. Okay, Objekte? Alle Waffen, Bekleidung, Zaubertränke. Okay. Fertigkeiten? Ah, interessant. Ja, was habe ich getan? Okay. Ui. Oh, sieht hübsch aus. Was soll das darstellen? Soll das irgendwas darstellen? Ach du Schande. Ich habe das Gefühl, hier ist es ein bisschen unübersichtlich, was man so alles machen kann. Okay. Gut. Weiter. Und fertig. Hier entlang. Ja, dann mach auf. Kann ich hier noch was plündern? Nein? Okay. Was genau machen die da? Zu was? Die Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an! Ein Drache? Bitte, kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns, wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Birschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Ich hab doch den Schlüssel, oder nicht? Nehmt all meine Sachen, bitte. Ach Gott. Benutze LS, um den Dietrich zu drehen und RS, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Ja.
Okay, ist es jetzt offen? Ah, aua. Ja, ja, gib mir das Gold. Zaubertrank. Zauberbuch. Was bringt mir das Zauberbuch? Kann ich den noch durchsuchen? Novizen kaputt. Ja, nehmen wir alles mit. Lebt er noch? Nein, offensichtlich nicht. Er hat sich wohl gewehrt, wenn wir ihn als wir ihn ausgezogen haben. Was ist da drin? Nur Knochen? Ein Tornister. Okay. Oh, vier Dietriche. Und Zaubertrank. Nehme ich alles mit. Ein Eisenschild. Ein Streitkolben. Aber wie viel Zeug kann ich eigentlich mit mir rumtragen? Gibt es da nicht irgendwie eine Begrenzung? Oder habe ich so ein... Na gut, das heißt, bei Minecraft gibt es eine Begrenzung. Und da kann man schon mehrere Tonnen Gewicht ins Inventar packen. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Wer redet hier mit uns? Geheimgänge? Da gibt's was. Nein. Noch ein Stück. Shit. Geht doch. Geldbeutel. Das Skelett hat Knochenmehl? Was bringt's mir? Kann ich damit Bäume schneller wachsen lassen? Im Minecraft-Style? Feuer. Da geht's noch weiter nach unten. Tiefer in die Folterkammer. Lebt er noch? Soldat der Sturmmäntel. Vermutlich nicht. Schäbige Robe, nee, die kannst du jetzt auch behalten. Hat das Skelett was dabei? Noch mehr Knochen, nee. Jetzt ist das Skelett leer. Oh, ich sehe gerade, ich könnte vielleicht auch mal die Folge beenden. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier weiter um. Bis dahin. Tschüss.